Moin ihr Lieben und herzlich willkommen aus dem kleinen Garten am Birkenholm. Tja, wisst ihr, was putzig ist, wenn man jetzt immer liest in den Blogs und Magazinen Arbeiten, die im Oktober wichtig sind. Ja, ich zeige euch mal, wie die Realität aussieht. Weil wir wohnen nicht in Freiburg, sondern in Kiel. Und heute ist der zweite Tag, wo es mal Licht geregnet hat oder regnet. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, hier war eine Sturmflut. Aber das Wasser hat uns jetzt nicht betroffen, sondern der Sturm. Die Birnbäume hier, die schon die ein oder andere Hauptrolle gespielt haben in meinen Filmen, die hat es beide umgeschmissen. Ich zeige euch gleich den anderen. Und ansonsten sieht es hier aus, wie ja, wie es eben aussieht, wenn man die Arbeiten im Oktober nicht erledigen kann, weil es dauernd Schiedwetter ist. Das sind aber nicht nur die Birnenbäume. Hier hinten die Pergola, die hat es zerfetzt. Das Dach hier ist glücklicherweise noch drauf. Das hatten wir im letzten Herbst, dass es weggeflogen war und beim Nachbarn lag. So, hier die Pergola oben. Da hat es zwei Elemente runtergehauen. Einmal hier, einmal da. Jetzt zeige ich euch den anderen Birnenbaum noch. Und das sind dann immer die Momente, wenn man in den Garten kommt und sich fragt, tja, warum machst du das alles eigentlich? Aber man kommt ja aus der Nummer nicht raus. So, jetzt erstmal den Birnbaum hier vorne, der ist jetzt nicht so schlimm. Nur das heißt nicht so schlimm. Der ist ja völlig schräg. Ich versuche die wieder aufzurichten. Ich wollte die eigentlich oben deutlich kürzen, bin aber noch nicht dazu gekommen, aus eben besagten Gründen. Und zum Bäume schneiden war es eben noch zu früh. Und jetzt ist mir der Sturm zuvor gekommen. Ich werde mal so eine Seilwinde besorgen, so eine Ratschenwinde, und werde die entsprechend dann aufrichten, weil der Pfosten hier, da hat es nicht gehalten. Und auch so sieht es im Garten hier grauselig aus. Was dann wieder die Frage aufwirft, warum macht man das eigentlich? Ja, kann so ich sagen, erstens mal kommen wir hier aus der Nummer nicht raus mit dem Garten. Wir haben hier so viel Geld investiert, da gehst du jetzt nicht einfach weg und sagst ja, hab keinen Bock mehr. Zweitens mal, wenn wir mal nicht mehr in Urlaub mehr fahren können, dann sind wir wahrscheinlich froh, wenn wir den Garten hier noch haben. Und drittens mal, wenn wir jetzt im Keller gehen und sehen, was wir da an Vorräten gelagert haben und die ganzen Kuchen, die wir die letzte Zeit gebacken haben, Apfelkuchen, Sauerkirschkuchen und so weiter, das sind eben alles Erzeugnisse aus dem Garten. Ich schieb das nochmal kurz hier rein. Es ist gerade einen Tag später und genau das ist das, was ich meine mit dem Wetter. Hier bei mir auf dem Balkon, ihr habt eben das Pferd gesehen, das geht hier ab und zu mal durch unseren Garten spazieren. Aber was ich euch zeigen wollte, nochmal von der Ernte hier. Wir haben also Zwiebel und Knoblauch für den Winter satt. Und hier unten ist auch noch ein Rotkohl, der auf seinen Einsatz wartet, und zwei Gurken. Ich zeige euch gleich den Keller noch. Und unser Balkon, der ist noch im Sommermodus. Aber hier unten steht schon
so dunkel, dass man es nicht mehr sehen kann, die Heide. Aber ich wollte die Filmleuchte ja schon immer mal probieren. So. Und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch gleich mein heimliches Reich hier noch im Keller. Wir haben also Apfelmus. Kürbis steht da drauf, das stimmt aber nicht, das sind Jalapenos von diesem Jahr. Hier haben wir Gurken, hier sind auch nochmal Chilis, aber keine Jalapenos. Hier unten sind Gurken, dann haben wir Sauerkirschen und Süßkirschen. Dann haben wir hier oben Marmelade, teilweise noch, Gelee, teilweise noch vom letzten Jahr. Und Saft. Und hier unten sind auch noch mal Gurken. Ja, der Keller ist nicht so groß. Ich habe hier Autoreifen, Werkzeug. Und davon jede Menge. Und Autosachen. Aber darum geht es nicht. Es geht, wie gesagt, um die Schätze, die wir aus dem Garten hier haben. Und das ist mit dem Grund, warum wir die Geschichte noch weiter betreiben. So, das war ein kurzer Ausflug aus dem Keller. Deswegen werden wir es machen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Wir stehen wieder auf, klopfen den Dreck von den Hosen und bauen das alles wieder hin. Beziehungsweise richten die Bäume wieder auf. Aber das war ja eben das Arbeiten im Oktober. Ich richte mich eh nicht nach dem Kalender, sondern nach der Natur, nach dem sogenannten phänologischen Kalender. Falls ihr noch nie was davon gehört habt, ich habe davon auch auf meinem Blog geschrieben, birkenholm.de. Und da richten wir uns eben nach der Natur, wie weit die Natur ist und was die Natur uns vorgibt und nicht nach dem, was im Kalender steht und was im Oktober zu erledigen ist. Ihr seht es ja in Freiburg im Breisgau. Da waren es immer bummelige 25 bis 30 Grad und wir hatten hier oben Schiedwetter, einen Tag nach dem anderen. Und deswegen hat es auch gedauert zwischen den Filmen, weil es gab nichts zu filmen. Ich meine, wir waren eigentlich gut davor. Wir hatten die Beete so weit abgeräumt, alles abgeerntet. Und ich wollte eigentlich euch erzählen, wie zufrieden wir sind mit den Beeteinrahmungen, dass sich das alles gut bewährt hat. Aber das mache ich dann ein anderes Mal. Heute machen wir erst einmal Sturmschädenbeseitigung. Ja, Gewächshaus steht auch noch. Es sieht eben alles scheiße aus, auf Deutsch gesagt, wenn man hier rum guckt. Und das motiviert eben nicht. So, ich räume mal die Kamera weg und bespreche mich mal mit meiner Frau, welche Äste wir abschneiden von den Birnen. Wie wir die wieder hingestellt kriegen. Das sind übrigens die Helferlein, die ich hier habe. Einmal eine Akku-Astschere. Die sind von Parkside. Die habe ich mir vor 3-4 Jahren mal bei Lidl gekauft. Lidl Online. Und hier ein Hochendaster. Und ich bin eigentlich überrascht, wie gut die funktionieren und wie zuverlässig. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung zu Lidl Parkside. Könnt ihr ja selber mal gucken. Jo, wir haben jetzt die Bäume gestutzt. Das war ja sozusagen ein Notschnitt, der jetzt erforderlich war, weil das war gerade mal der erste Herbststurm. Und wir leben an der Küste, das war nicht der letzte. Ich zeige euch mal, wie die Bäume jetzt aussehen.
So, das ist der erste Kandidat, der umgelegen hat. Ich habe den mal aufgerichtet und jetzt mal abgestützt, damit er wieder sich ins Erdreich irgendwie verankert. Eigentlich sind das Halbstämmchen, das heißt, die haben nicht so eine große Wurzel und vermutlich war der zu hoch gewachsen. Und hier der andere, wo meine Frau noch den Feinschnitt macht, da ist nicht mehr viel von übrig. Ihr könnt es hier unten sehen. Der hat Federn gelassen oder Blätter. Aber mächtig. Und gucken wir mal, ob er das überlebt. Er war ohnehin der mit der Steinfrüchtigkeit. Ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vermutlich Steinfrüchtigkeit oder Nährstoffmangel. Da war ich mir noch nicht sicher. So, das war das zu dem Thema Bäume wieder aufstellen und Arbeiten, die im Oktober zu erledigen sind. Ja, es sieht eigentlich grausam aus hier im Garten. Das ist, wie sie es aufstehen, Staub abklopfen und weitermachen. Hier oben, das habe ich mal notdürftig wieder hingerichtet. Ich muss da noch 2-3 Schrauben reindrehen, wenn mein Akku aufgeladen ist. Und am nächsten Samstag, ist Gemeinschaftsarbeit hier im Garten. Im Garten, nicht im Gartenverein. Da wird das Wasser abgedreht und eben die Wege und das, was so angefallen ist. Und dann kehrt hier in der Siedlung, in der Gartensiedlung, mehr oder weniger Ruhe ein. Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil, wie gesagt, wir hoffen noch auf ein paar trockene Tage und einige Sachen, die ich hier noch verändern will. Und dann geht das weiter. So, ich denke mal, damit war es das für heute. Wir machen hier noch Aufräumarbeiten und ich hoffe, dass es bei euch nicht so stürmisch zugeht wie bei uns. Bleibt uns gebogen, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.